Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Ich wollte eigentlich in die Pause, aber ich glaube, das hier ist die Pause, oder? Gibt es etwas anderes? Nee. Wir stehen hier immer noch am Abgrund der Entscheidung. Niemand will eine Entscheidung treffen in diesen Spielen. Warum ist das immer so verheißungsvoll? Nomura, was soll das? Das ist bei Kingdom Hearts, bei Remake, immer ist das bei Final Fantasy so. Ist ihr Abgrund der Entscheidung oder, keine Ahnung, irgendwas anderes, was alles Mögliche anteasern kann. So unverheißungsvoll. Unerforschte Regionen werden wir heute mal erforschen. Oh, Junon? Souvenirs? Junon. Eine verlassene Insel. Viele Regionen der Welt dienen Monstern noch immer als Zuflucht. Das Ziel von Shinra ist es, möglichst viele von ihnen zu entdecken. Bei der Erkundung eines dieser Gebiete sind nun Shinra-Truppen ums Leben gekommen. Reise zu der Insel, die ihnen zum Verhängnis wurde, und lüfte das Geheimnis, das sich jenseits ihrer Ufer verbirgt. Ja, machen wir. Ist jetzt vermutlich etwas schwerer, denn... Wir haben sehr viel Platz, wir brauchen aber nur zwei. Wir müssen nicht alles erforschen. Nee, du bist mir zu schwer. Das machen wir auf die leichte. Hart. Sodele. Ich will da vorne durch die Höhle gehen. Nee, will ich gar nicht. Gut, hier ist keine Kiste, hoffe ich. Ah, eine Kiste. Nummer 1. Megatrank. Brauchen wir jetzt einen Megatrank? Gibt's hier irgendwas? Dann muss es halt trotzdem alles ablaufen, gell? Kann nicht mal Shinra so ein Ortungsgerät rausbringen für Kisten? Wäre cooler. So für die Dragon Balls. Sowas hätte ich gern. Ach ja, hier ist garantiert eine. Die ist so weit abseits. Ja, da ist sie doch. Dieser Crowd. Schauen wir mal, was es hier war. Och, irgendwas, das gut brennt. Hallo, du brennst gut. Landmorbel. Sehr schlechter Atem. Lauf damit. Nein, au. Nein, ich muss mich erstmal heilen. Äther, nein, Soma, nein. Allheilmittel, ja. Nein! Du Blödi, mit deinem schlechten Atem. Du hast einfach den alle anderen auch vergrault. Dafür wirst du büßen. Wenigstens zucke ich nicht, wenn er so einen schlechten Atem macht. Junon-Souvenir? Nee, Junon. Ich bin mir da nicht sicher. Next. Unerforschte Regionen müssen erforscht werden. Expedition in die Ödnis. Berichten zufolge wurde ein Shinra-Späherroboter von einem nicht identifizierten fliegenden Objekt zerstört. Der Vorfall ereignet sich in einem unerforschten Gebiet, das Soldaten nun untersuchen soll. Begib dich unverzüglich vor Ort. Schokobobelfeder gibt es? Ja, wir kennen sowas hier. Wir kennen sowas. Wird es hier eine Kiste für uns geben? Ja, natürlich. Sekt der Kistenfinder.
Kistenstehler, kistenfreudiger Jüngling. Oh Gott, hier können ja überall Kisten liegen, das ist aber nicht so geil. Hätten sie denn nicht wenigstens überall fünf oder sechs Kisten mal hinmachen können? Ich glaube, sechs Kisten ist das meiste, gell? Die könnten ja hier überall sein. Wie oft soll ich denn da an der Wand lang gehen? Ah, hier ist garantiert eine. Ja, da ist sie schon. Da vorne ist unser Gegner. Eine brauchen wir noch. Da ist sie schon. Und dann rennen wir mal direkt zu unserem gefiederten Freund, der sehr gut brennen wird. Flare. Wir haben Flare erhalten. So, 2 von 6 innerhalb von 7 Minuten. Ich gebe euch 1 Minute zum Überleben. Okay, sie haben noch nicht mal 1 Minute überlebt. Entschuldigung. Unerforschte Region, eine unbekannte Insel. Ein Shinra-Erkundungstrupp ist in einem unerforschten Gebiet von Monstern ausgelöscht worden. Der Trupp konnte nicht einmal mehr einen Statusbericht abgeben, was die Vermutung zulässt, dass wir es mit brutalen und blutrünstigen Monstern zu tun haben. Du musst den Tatort untersuchen. Das werden wir nun tun. So, wir sind mal wieder hier. Wir sind öfters hier. Aber wir haben voll viel Platz, aber es gibt nur eine Kiste. Da ist sie schon. Gut, wir können direkt zum Endgegner laufen. Das werden wir auch schleunigst tun, dass wir hier wieder rauskommen. Manchmal sehen die Felsen echt schön aus, aber von nahen sehen sie manchmal echt beschissen aus. Guck mal. Die Textur hat gar nicht nachgeladen. Seht ihr das? Links ist alt, rechts neu. Ein Texturenpatzer. Oh, was gibt's denn hier? Ach nee, halt. Nein! Nicht doch Stoppschutz. Oh Gott, die werden sich umbringen, glaube ich. Okay, der andere ist aber gestorben. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme, ich sag dir. Sag doch. Wir haben doch das Junon-Ding. Wir haben gar nicht geguckt, was wir... Junon. Was wir jetzt bekommen haben. Ich habe mich verlaufen. Ach nee, doch nicht. Hallo, nein, Stoppschutz. Ah, verdammt. Schlecht, sehr schlecht, sehr, sehr schlecht. Okay, wir brauchen Stoppschutz. Stoppschutz. Also, was haben wir denn hier unten? Schütz vor benommen. Nee, wir brauchen Stoppschutz. Hier. Und jetzt könnt ihr mich mal. Hört auf, mich zu unterbrechen, ihr Dödel. So, Nummer 1 ist kaputt. Oh! Oh, das lief jetzt alles ein bisschen zusammen, glaube ich. Oh! Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Einfach so gut, ey. Kann sowas so unfassbar gut sein?
Es ist auch irgendwie gemein. Wir gehen erstmal gucken. Was gibt es denn hier? Aha, hier sind diese ganzen Dingers. Okay. Unerforschte Region. Wir gehen zur Untersuchung einer Förderanlage. In einer stillgelegten Marku-Förderanlage haust ein gigantisches Monster. Begib dich dorthin, um es zu untersuchen. Sollte es eine Gefahr darstellen, musst du es ausschalten. Ernsthaft? Das ist doch immer eine Gefahr. Ich sehe schon die erste Kiste. Aber wir werden erstmal hier lang gehen. Elixier. Schokomoppelfeder. Oh, jetzt habe ich mich voll erschrocken. Damit habe ich nicht gerechnet. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Fluchring. Geringe Ding Ding Dong. Oh. Behemoth. War das ein Behemoth? Ein Behemoth. Oh, das bringt auch nicht viel. Ultima. Oh. Oh. Aua. Alter. Lauf schneller weg. Ich komme nicht klar mit meinem, was auch immer. Lass mich. Ey, du gehst mir auf die Nerven. Oh, ich glaube, er ist ein bisschen stark. Ich hätte gerne mal Hilfe von meinen Freunden. Oh ja, komm, das ist deine Chance. Nein, was macht er denn? Magische Resistenz, aber schön. Ist Ultima magisch? Nee, es ist auf jeden Fall nicht magisch. Thank you.
nicht weg, du Blödi. Nein, der lebt immer noch. Oh. Wieso kann ich mich währenddessen umbringen? Wie ist denn der jetzt gestorben? Er ist gestorben. Das ist die Hauptsache. Jetzt wird's langsam gemein. Mithril Minenhandlung. Untersuchung eines Höhleneinsturzes. In einer Höhle ist es zu einem unerklärlichen Einsturz gekommen. Wir vermuten, dass eine bislang unbekannte Monsterspezies der Verursacher ist. Untersuche die Höhle und gehe dem Zwischenfall auf den Grund. Sollten Monster für den Einsturz verantwortlich sein, so weißt du, was zu tun ist. Ja, natürlich. Der arme Säcki. Immer ist er der Prügeljunge. Oh, falsch, sorry. Nummer 1 hätten wir nun. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das hier unten gemeinerweise ist. Kamen wir von hier? Ich hoffe nicht. Wir kamen von hier. Oh, Zack. Zack. Activating combat mode. Ach, falsch. Ach, der lebt noch. Super. Also heute bin ich echt schlecht. Gut, wir wissen, wo unsere letzte Kiste ist. So, ihr möchtet bitte geblitzt werden. Wir sind verwirrt. Wir sind Mist. Ab Beginn des Kampfes, ja, genau. Activating combat mode. So, sehr gut. Jetzt haben wir noch die beiden. Ja, stimmt. Abgeschlossene Mission 75%. Unser neuer Laden. Die Mithril-Minenhandlung. Hier gibt es einige Dinge, die ich nicht brauche.
Wir hatten den Stoppschutz. Wir werden jetzt mal wieder den Benommenschutz einsetzen. Der war aber weiter oben. Hier. Irgendwie verwirrt mich das, wenn das so ist. Wir müssen das so machen. Jetzt wird es draußen wieder sehr dunkel. Dieses Wetter ist seltsam. Und mir wird kalt. Draußen ist dunkel, mir wird kalt. Was auch immer im Weg steht, das Bombermonster Vulcanius, das du in der vorangegangenen Mission entdeckt hast, wurde nun auch in einer anderen Höhle gesichtet. Wir haben einen Expeditionstrupp dorthin entsendet, der jedoch von einer anderen Monsterspezies aufgehalten wurde. Begib dich rasch in die Höhle. Ja, glauben die denn, dass ein neuer Trupp denen dabei hilft? Ich bin doch der Trupp. Ich bin der Trupp. So. Da ist unsere Kiste. Die Kiste der Wahrheit. Was wird drin sein? Vielleicht ein Elixier? Oder? Ein Armband des Flusschokobos. Ich bräuchte noch Attack-Boost, glaube ich. Das müsste ich mir nochmal irgendwie zusammenbasteln. Och, na guck mal hier. So, oh. Wir haben, noch so weit laufen. Wir haben unsere Kisten. Das heißt, wir müssen nur noch zu unserem Gegner laufen. Hier wird es wieder langsam hell. Sind die Steine hier eigentlich heller oder leuchten die einfach? Ich finde teilweise, dass sie leuchten. Oder ist es der Einfall von oben? Das könnte natürlich auch sein. Aber ich finde, die sehen so unnatürlich leuchtend aus. Also so, als ob sie nicht von der Sonne angestrahlt wurden. Ich will da unten rein. Ach, hier. Activating Combat Mode. Er ist eine neue Spezies? Aber Brustmahlzeit. Die überlebt ja noch nicht lange. Die Suche nach dem Unbekannten. Haben wir nicht schon wieder eine neue... Nee, wir haben noch keinen neuen Laden. Die Suche nach dem Unbekannten. Untersuchung in der Höhle. Bei deiner letzten Monsterjagd stießen wir auf eine neue Spezies. Wir möchten, dass du die geheimnisvollen in Höhlen heimischen Monster erforschst. Da kommen wir doch glatt mit unserem... mit unserer Lupe und untersuchen die mal. Guck mal, zum Beispiel hier, fertig untersucht. Kiste. Da vorne, nächste Kiste. So, wo ist der Gegner? Was wird er mit uns tun? Werden wir sofort tot sein? Werden wir benommen sein? Werden wir gestoppt worden sein? Werden wir erstmal dahin laufen müssen? Boah, ist das weit. Seid ihr eigentlich in jeden Kampf immer reingerannt direkt? Und habt euch da nicht so, nicht so rumgemacht wie ich hier? Du bist also die neue Monster-Spezies. Hey du, na? Eisenklaue, was geht da ab?
Die Suche nach dem Unbekannten geht natürlich weiter zu einer neuen Spezies. Wieder gibt es zwei Kistchen für uns. Unsere Spieler haben eine neue Hopser-Spezies gesichtet. Hopser sind für ihre mächtigen magischen Attacken bekannt und deswegen eine Nummer zu groß für unsere Armee. Nur Soldat ist diese Aufgabe gewachsen. Es war Zeit, dass die Hopser hops gehen. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.